So, meine Freunde, hallöchen und herzlich willkommen zum vermutlich zweiten Teil der Folge. Planmäßig habe ich den ersten Teil der Folge 5,5 Minuten lang Seelensteine geöffnet. Und das kommentiert, denke ich. Und wenn ich es nicht kommentiere, dann habe ich es rausgeschnitten. Dann habe ich einfach Seelensteine benutzt. Ja, ich weiß noch nicht, was ich da machen werde. Ich habe ein bisschen gespielt, halt immer wieder Level gemacht, tägliche Missionen und so weiter. Um halt ein bisschen was zu sammeln. Ihr seht hier Gold und so weiter, habe ich ein bisschen gesammelt. Schloss ist Stufe 4? 5? Ich weiß gar nicht, welche Stufe es beim letzten Mal hatte. Und ich baue halt immer so alles nacheinander aus. Meine Helden. Bin ich gerade dabei, die ganzen Helden auf Stufe 3 zu bringen. Auf Stufe 4 müsste ich das sogar bringen. Und zwar... Warum mache ich denn Stufe 30? Ich weiß das gar nicht. Die muss ich ja gar nicht Stufe 30 bringen. Die muss ich nicht, ich muss die ganzen 2 und 1er muss ich Stufe 30 bringen, um sie weiterentwickeln, okay. Oder auf höhere Stufen bringen. Brauche ich ja mehr Einheiten, um... Wir können mal gleich mal Autogruppe machen, da haben wir das, da haben wir... Das möchte ich nicht. Dann nehmen wir den Bomben-Skill, da müsste einfrieren. Kleriker, haben wir den hier, friert ein. Schwertbonus, Bogenbonus, Bombenbonus und ja. Friert alle Wächter eine Runde lang ein oder halt einen Schwertbonus. Ich weiß nicht, was ich da lieber habe. Aber die hat einfach mehr Damage. Ich nehme mal die hier mit. So. Ja, und da muss ich theoretisch, um das verbessern zu können, muss ich halt wahnsinnig viele Einheiten hier reinpacken. Zack, zack, zack. 9000 Gold. Damit haben wir den aufgerüstet. Hier ebenfalls nochmal. Ja, 9000 Gold. Habe ich sie auch auf Stufe 14. Habe ich sie auch jetzt auf 4 Sterne und hier auch nochmal 3 Sterne. 3 erhalten, ja auch nochmal 9000. 27.000 Gold rausgehauen. Aber die habe ich jetzt halt auf 4 Sterne. Und hier brauche ich halt noch 3 weitere 4 Sterne, um den halt auf 5 Sterne zu kriegen. Und ja, das dauert und deswegen muss ich die ganzen Einheiten nach und nach höher bringen. Ja, ich habe hier Prüfung gemacht, um ein bisschen Gold rauszuhauen. 10.000 hat die eine Stufe gekostet, 19.000 jetzt die zweite und ich weiß nicht, wie teuer die dritte sein wird. Aber extrem krass, wie teuer das alles ist. Erwachen. Wir können mal ein bisschen was Erwachen-mäßig hier machen. So, 50 Leben dazu. 38 Schaden dazu nochmal. Hier können wir noch nichts. Okay, also hier geht es gerade nicht mehr weiter. Doch, hier könnte ich... Nee. Verbessern. Hier haben wir auch, ich habe auch ein bisschen prüfungsmäßig hier aufgestuft. Um ein klein wenig Vorteil zu bekommen. So, hier haben wir auch noch was. 53 Leben dazu. Können wir hier noch. Zack, 12 Schaden dazu. Und hier brauche ich die Vorstufen noch. Hier genauso auf das hier hochgestuft. Theoretisch könnte man das weitermachen irgendwann mal. Achso, hier, das muss ich aufrüsten. Nee, okay, muss ich das erstmal aufrüsten. Also 6000 Gold war etwas zu viel. Naja. Und hier haben wir auch noch einen. Da kann man das hier aufrüsten. 6000 Gold ist ja ein bisschen teuer. Hm? Nochmal 6000. Wenn ein Held einen Wächter tötet, besteht eine Chance um 4% auf dem Feld einen Heilenbonus zu erzielen. Ist auch nicht schlecht. Also es gibt schon geile Skills hier. 1000 Gold habe ich jetzt nicht mehr. In Ordnung. Ja, Gold bräuchte ich theoretisch, nur um die Seelensteine zu öffnen. Das ist ja sehr clever gewesen von mir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal die Erfolge durch. Beende 5 Missionen auf den düsteren Pfaden mit 3 Sternen. 7 Missionen der Enteren Sandwüste mit 3 Sternen. 3 Missionen auf den einsamen Pass mit 3 Sternen. Armee, erhalte Skelette, Giftschwanz, Zwielichtjäger, Pirat. Werte Lord auf Stufe 40 auf. Erhalte Rasierklingen, Reißzahn, Knochenfresser, Zauberin. Tollwütige Bären, Schakale, Jünger. Baue Goldlager auf Stufe 4 aus, baue Stelllager auf Stufe 4 aus, baue das heißt, den Helden auf Stufe 5 aus, baue die Brücke der Wächter auf Stufe 3 aus und auf Stufe 5. Tritt der Bronzeliga 3 bei, bin ich mittlerweile schon gewesen, Bronzeliga 2 bin ich jetzt schon, beraube 25 mal einen Gegner und 10 erfolgreiche Raubzüge nacheinander. Und allgemein, was haben wir hier noch so schönes? Spiel das Spiel 5 Tage in Folge, kriegen wir nochmal 10 Juwelen, besitze 70.000 Gold und erhalte 5 Schlüssel und erhalte 10 Schlüssel. Okay. Wenn wir mal ganz kurz einen Gegner angreifen, das kostet statt 5 Gold, kostet das jetzt immer 10 Gold, einen Gegner zu suchen.
Aber es lohnt sich doch sehr. Also das sollte man relativ easy hinkriegen, denke ich mal. Auch wenn diese ekelhaften Schlingpflanzen total abartig sind. Wir kämpfen trotzdem mal. Lass mir ein paar Steine entgehen. Das ist aber nicht so wild. Wir lassen uns im Auto kämpfen. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf gerade. Selber zu spielen, der macht es mal ganz gut. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Naja, es ist halt relativ dämlich, dass er die ganzen Bomben und so weiter nicht nimmt. Bam! Was nur doof ist, dass gleich die Dings kommen wird. Genau, die Schlingpflanzen. Die wirklich super nervig sind. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Batsch! Der macht jetzt eigentlich auch nochmal Schlingpflanzen. Und woanders hin und alles voll. Alles voll mit Pflanzen. Das ist so ekelhaft. Ja. Gut. Er hat dafür gesorgt, dass das Spiel abgestürzt ist oder ja, nicht weitergeht. Warum auch immer. Danke. Oh Mann, ey. Ist das dämlich. Also das hatte ich vorher auch noch nie gehabt. Gut, aber ich brauche auf jeden Fall hier noch einen... Ich muss jemanden angreifen. Ach, scheiß drauf, scheiß auf den dummen Angriff. Den kann ich später machen. Ist mir jetzt egal. Ja, super. Also einmal zeigt man es und dann funktioniert es nicht. Bullshit. Belohnung für geben ist dann öffne 160 Holztruhen. Habe ich 189 von diesen komischen Dingern da bekommen. Und Belagerungsberichte, wurde ich angegriffen, wurde ich angegriffen, wurde ich angegriffen. Und hier verliere ich halt immer Ressourcen, aber ehrlich gesagt kriegt man das gar nicht so wirklich mit. Also ich kriege das nicht mit, dass ich da überhaupt was verliere. Einfach weil ich, ja, zu viel hatte sozusagen. Wir machen hier weiter. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Baum des Lebens werden wir auch gleich noch weitermachen, wenn ich genug Energie habe. Damit ich mal andere Level auch noch machen kann. Na, hier haben übrigens die Kamikaze-Ding. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir den Schild schon mal zerstört. Das ist schon mal gut. Ich kann ihn nochmal einfrieren. Brauche ja sowieso sicherlich noch einige Runden, bis ich den gekillt habe. Ich glaube, ich kriege nicht mal gekillt. Das ist einfach impossible. In einer Runde explodiert er ja schon. Dann werde ich noch ein paar Dinger sammeln. Ich weiß nicht, macht nicht jetzt nicht so abartig viel Damage. 5000, das geht aber. Was ist da, war so ein Ding gewesen? Habe ich nicht mehr gesehen. Bam! Naja, das war relativ dumm gewesen. Da hätte man eine Kombo mehr machen können. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Einige machen hier einfach gar keinen Damage. Und hier seht ihr schön, die steigen schön auf die Stufen. Und so kann man nicht relativ easy. Ich finde, das ist gar nicht so schwer hier aufzuleveln, die ganzen Ranger. Das macht man einfach so nebenbei, die ganzen Ranger zu leveln und zu kriegen. Und das kann ich dann gleich mal nach der Runde, denke ich, Dings machen. Ein paar Seelensteine einlösen. Ich habe nämlich zwei mystische Seelensteine. Einen habe ich einfach so bekommen. Durch eine Mission habe ich einfach so einen Dings bekommen, einen epischen Seelenstein. Da kann man mal Ding benutzen hier. Ach, hier sind wieder normale Seelensteine, leider nur schade. Ich weiß nicht, wie viel Gold habe ich denn? Ich glaube, ich brauche noch mehr. Ich glaube, ich brauche noch mehr. 1600, das ist nicht genug. 50 brauche ich ja pro Edelstein. Und hier habe ich, also ich brauche 2600 Gold etwa. Um die Edelsteine zu öffnen, alle, die Seelensteine. Okay, ich gehe mal davon aus, ich werde den Teil mit dem Seelenstein aufmachen. Naja, eigentlich ist das Schwachsinn. Ich gucke mal ganz kurz, ob der Part überhaupt was Sinnvolles hat. Naja, ich habe da einfach nur Seelensteine aufgemacht, deswegen, weil ich hatte 100 Stück gehabt. Eigentlich sinnlos gewesen. Dann nehme ich doch noch weiter auf, dann lösche ich den anderen Part. Gut, dass ich da nichts gemacht habe.
Weil die Dinger zu knacken ist ja super öde, ehrlich gesagt. Suchen wir uns mal einen richtigen Gegner aus, der uns nicht buggen lässt. Oh, hier haben wir zum Beispiel Schlingpflanzen. Keine Ahnung, Silence. Aber 6000 Gold und 11.000 Steine. Ich hätte gerne was Einfacheres. 9.000 Gold, der hat ein Schild und Efeu. Das ist ja irgendwie, dieser Efeu ist so ekelhaft. Diese Schlingpflanzen kannst du knicken. Alle 4 Sterne hell, 4 Sterne Wächter. Könnte man sogar hinkriegen. Lass sie automatisch wieder kämpfen, kriegen die schon hin. Insofern das System, ja, ist in Ordnung. Ich denke, das ist schon clever genug. Bam, getötet den ersten. Leider ist das Siegel noch nicht zerstört. Was haben die? Achso, das Siegel ein bisschen stärker machen. Das ist ja uncool. Also irgendwie in der Aufnahme läuft der Kampf jetzt nicht so optimal, finde ich. Mal gucken, wie viel Leben der letzte hat. 20.000. Ich krieg jetzt zweimal Damage. Kriegen wir hin. Easy going. Erledigt. Müsste eigentlich jetzt... Ich traue dem nicht so wirklich. Das spiele ich dann doch lieber mal selber. Ich traue dem nicht. Ja, guter Damage. Achso, siehst du, jetzt muss man natürlich auch noch gegen das Tor spielen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, auch noch ein Tor mit 4650 Leben. Ah, zack, der hier macht natürlich auch noch Damage. Habe ich vorher auch nie gewusst, dass die überhaupt Damage machen, die Teile. Aber hier, die Kanonen schießen und machen halt auch ein bisschen Schaden. Das ist aber wirklich das Geringste überhaupt. Das sollte wirklich kein Problem sein. So, jetzt haben wir hier 10.000 Gold. Ja, 10.000 Gold, 18.000 Steine. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Da können wir ein paar Seelensteine knacken. Wir können... Können wir die verbessern? Ich habe 25.000 Shards. Ja, verbessern wir mal. Kling! Vielleicht kriegen wir noch einen epischen dazu. Beim letzten Mal habe ich auch irgendwie so 20.000 gemacht, 15.000 bis 20.000. Ein Bonus von Energie. 7 Energie. Natürlich, natürlich. Was sonst? Na, warum nicht? Ja, lass mal durchlaufen. Die Shards brauchen wir sonst für nichts. Ey, komm, das kann doch nicht sein, dass es so oft fehlschlägt. Und da gibt's Energie 5 dazu. So. Nummer 1. Fast. Was? Das war auf der Linie gewesen, du Pisssystem. Gönn dir, hab genug davon. Den epischen krieg ich hier nicht mehr hin. Hier habe ich ja richtig Einlag. Holy shit. Epischer Seelenstein. Ja, 700 Stück kostet es. Ich habe 15 Versuche noch. 10, 9, 8. Boah, krass. Da ist er, der epische Seelenstein. Ein nächster, dritter. Ja, okay, dann knacken wir die restlich mal auf, würde ich sagen. Und am Ende nehmen wir uns dann die epischen Seelensteine vor. So, von der Folge noch kriegen wir klicken alles durch hier. Ich nehme ganz gerne zwei Sterne Helden, die ich dann aufleveln werde. Zwei Sterne Helden Kreaturen ist mir völlig Latte, nehme ich alles mit. Ja. Und so ist eigentlich ist das Spiel relativ easy. Man kriegt die Seelensteine relativ einfach, man kriegt die ganzen Ressourcen einfach. Die Shards sind jetzt auch nicht so das Problem. 1200, schon wieder 2000 Stück. Halt den Sensenmann. Mittlerweile muss ich doch mal alle Kreaturen bekommen haben. What the fuck?
Oh, nur 3 Sterne, sehr gut. 3 Sterne ist natürlich optimal, wenn ich nur 3 Sterne kriegen würde, dann muss ich mir einen Schritt, kann ich mir einen Schritt sparen. Halt den Skorpion, den Quälgeist. Ach, verdammte Kacke. Dann werden alle Einsamer verkauft. Nicht verbessern, sondern verkaufen. Ich habe ja genug 2, die ich dann trainieren kann. So, zack. Nächsten Einser weg damit. Zack. Kreaturen? Na, ja, Wächter. Könnt ihr auch einen verkaufen? Na, ist echt. Also, ich habe ja. Ups. Ich habe ja schon ein bisschen aufgelevelt mein Heiligtum, dass ich mehr Einheiten lagern kann. Ist aber halt noch nicht genug. Hier die Brücke mal natürlich. 70 Kreaturen kann ich maximal lagern. 70 Maximum. Was natürlich echt nicht so viel ist. Na gut. Komm immer her mit den 3-Sterne-Kreaturen. Ich nehme sie gern. Ah, nächste Runde. Aber diese Viking kriegt man so oft. Oder diese Wikingerin, ne? Ein wenig zu oft. Oh, nice. 3-Sterne-Kreatur. 3-Sterne-Kreatur. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir knacken die Dinger mal. 150 kostet einen, oder? Muss ich für einen bezahlen? So, lass mal langsam machen. Wow, fast eine 5-Sterne-Einheit. Na, 2 weiter. Eine 5-Sterne nehme ich auch, aber ich kriege hier nur 3 Sterne. War ja klar. Oh, ein bisschen 4 Sterne wäre mal ganz cool. Natürlich nicht. Da haben wir wieder 4 Sterne. 3 mal 3 Sterne. Na, warum auch nicht? Warum auch nicht? Bestimmt kein Platz mehr, oder? Doch, wunderbar. Funktioniert. Für 3 Sterne, wunderbar. Das gefällt mir. Und noch so ein 2 Sterne Magier. Mal wieder Erfolge. Alte Banshee, alte Troll, Imitaristen, Mystiker, Sensenmann, Steppenwächterin, Quälgeist und Skorpion. Und da haben wir noch eins, eine Verteidigerin. Und dann sind wir hier. Na, Elementalist. Oh, 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 oh. Ich glaube, der Priester ist besser. Ich weiß es nicht. Also, Skill ist ja gleich. Verhindert bei Wächtern die Verwendung der Meisterung Blitzschild und er hat. Erhöht die Gesundheit des Helden beim Kampf gegen Waldbewohner um 80%. Kein Plan, was da besser ist. Null Ahnung. So. Okay, meine lieben Freunde, wir sind mit 77 von 70 Kreaturen. Ich werde wieder da ausbauen. Wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Ich weiß gar nicht, wann ich dann ein bisschen abschließend weitermachen werde. Vielleicht mal demnächst wieder ein paar neue, mehr Folgen hier von wegen weiterkommen. Gerade auch Baum des Lebens. Ich muss echt weiter vor, damit ich besser trainieren kann. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Forge of Glory. Bis dahin, ciao.